Über 20 ehemalige Mitarbeiter des Drei-Sterne-Kochs Christian Jürgens erheben schwere Vorwürfe gegen den 54-Jährigen wegen Machtmissbrauchs, Schikane und sexueller Belästigung. Der Chefkoch des Nobel-Restaurants Überfahrt am Tegernsee soll Mitarbeiter beleidigt, gedemütigt und körperlich bedrängt haben, berichtet der Spiegel. Die Vorwürfe erstrecken sich auf Jürgens nahezu gesamte Karriere und betreffen auch frühere Arbeitsplätze. Der Koch selbst bezeichnete die Anschuldigungen als unwahr. Laut dem Spiegel liegen jedoch Arbeitszeugnisse, Chatverläufe und eidesstattliche Erklärungen von ehemaligen Mitarbeitern vor, von denen viele anonym bleiben wollen. Andere treten an die Öffentlichkeit. So soll Jürgens insgesamt 9 Mitarbeitern an den Po oder in den Genitalbereich gefasst haben. Nach Angaben seines Arbeitgebers, der Gourmet-Hotelgruppe Althoff, wurde Jürgens am Freitag freigestellt. Die Anschuldigungen müssten nun im Detail geprüft und eindeutig aufgeklärt werden, so die Hotelgruppe.